So, hallo und willkommen zurück zu GDA. Ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen umgezogen. Ein bisschen schlichter, ein paar andere Schuhe. Ja, ich bin auch immer noch im Überlegen, ob ich das hier so in der Ego-Perspektive zocke. Oder doch lieber in der hier. Aber ich glaube eher in der. Läuft mein Auto hier? Kann nicht wahr sein. Läuft schon die Karre. So. Was machen wir? Was machen wir? So, als erstes würde ich sagen, fahren wir mal tanken. Dann kundschaften wir. Hier oben habe ich nämlich eine Bank entdeckt. War die hier? Oder war die noch weiter? Ah, die war noch weiter oben. Hier. Blaine County Savings Bank. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Wir können auch die Union Depository knacken, aber ich glaube, da haben wir no chance erstmal. Vielleicht bessere Autos und so. Das Pacific Standard. Mhm. Wo waren die Union Depository? War da auch hier irgendwo? Union Depository heißt, genau, da holen wir uns die Bomben oder hast du nicht gesehen und dann können wir da einreiten. Also ich würde sagen, erstmal tanken wir, dann fahren wir oben zu der Bank hier und gucken mal. Wie die Bank so aussieht, worauf wir uns so vorbereiten müssen. Und ob das ein einfaches Ding wird oder doch etwas kritischer. Unbelievable? Das glaube ich nicht. Alter. Na komm, einmal durch die Waschanlage geht schon, ne? Auto muss hier waschen werden. Obwohl er eigentlich blank ist, aber egal. Wir fahren jetzt gleich in die Stadt rein, also in das kleine Dörfchen und ziehen uns mal die Bank rein. Mal gucken. Lasst euch mal hier reinscheren, Jungs. Blaine County Savings Bank. Mal ganz unauffällig hier einparken. So, wir könnten das jetzt schon überfallen. Ich darf jetzt keinen falschen Knopf drücken, weil ich glaube auch F ist überfallen. Aber wir gucken uns das einfach mal an. Das ist schon mal gut. Hier ist keiner. Hallo? Hallo? Wie jetzt? War hier schon jemand? Ach du Scheiße, hier liegt ein Dollar. Ich wollte einen Dollar. Administration's Office. Private. Sublease. Hier ist keine Sau. Aber es ist nur ein Eingang. Das ist ja meistens so, aber trotzdem. Ich würde den Wagen vielleicht sogar gleich hier vorne parken. Zack, rein, raus. Und der beste Fluchtweg hier hinten abhauen. Sonst noch ein bisschen was einfallen lassen. Was ist denn? Da sind zwei ATMs um die Ecke. Ja, wenn ich schon mal hier bin, kann ich die auch mitnehmen, oder? Geh mal weg. Den nehmen wir mit, ne? Oh, ich müsste mal bald essen. Ist bestimmt nicht viel drin. Wusste ich doch.
Alter, Finne, waren die schnell. Eieiei, die sind aber schnell hier. Das bedeutet, wenn wir die Bank überfallen, haben wir nicht lange Zeit, um zu entkommen. Boah, da wimmelt's ja. Ach, da ist doch die Sheriff-Bude gleich da dran. Was laufen denn hier für Viecher andauernd? Ups, ging's Mikro ja an. Komm ich irgendwo runter? Sehr schön, der hat mich nicht gesehen. Ich muss tanken. Ich muss tanken. Jetzt hat er mich gesehen. Aber er muss rumfahren. Er muss rumfahren. Oh, mein schöner AMG. Scheiße. Alter, der bleibt doch dran, ne? Was war denn das? Was ist hier los? Ja. Gut. Selbstmordkommando. Springen alle da oben runter. Das kann nicht wahr sein. Wie kann das sein? Ich muss rollen. Das für 5.632 Tacken. Was ist denn da los? Sorry. Was ist da los? Ist da ein Drogenhandel? Vielleicht kann man da Kohle holen. Und die geht ja erstmal wandern. Ich nehme mal lieber eine Waffe. Wie sind das? Berge runter mit dem Geld? Mensch, Franklin. Don't do it! Stay away from that case! Warum? Was ist mit dem Koffer? Now, you are a dead man! Ich habe 25.000 gerade einfach so gekriegt. Nicht runterfallen. Oh, mein Auto. Wir holen mal ganz gemütlich ab. Zack, und jetzt hauen wir ganz gemütlich ab. Woher sollen die denn wissen, dass wir den haben? Kennen uns doch gar nicht. Oh, fuck. Okay. Die wissen anscheinend doch, wer wir sind. Oder die haben uns beobachtet. Ihr seid es. Der gehört nicht dazu. So, das war's, glaube ich. Mein Auto! Trotzdem gehören die 25.000 Tacken mir. Schluss, Ende. Habe ich nicht eigentlich noch was? Ich hab da noch. Sag, ich hab Blut am Nacken, kann das sein? Von allen sechs, siehst du. Ah, vielleicht komme ich auch auf eine Mille und... Nee, nicht ganz. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Scheißegal. Den nehmen wir mit. Komm, diesmal muss aber ein bisschen was drin sein. Was haben wir da? 9.500. Alter, der. Ey, Fließerbank. Mann, Alter, die Motorradfahrer. Oh, der hat auch einen Unfall gebaut. Die Motorradfahrer sind aber auch heftig, weil die halten strikt auf einen zu. Oh, noch ein Bulle. Und vorbei. Nee, später. Ich hole mir Unterschlupf bei Michael. Ist der überhaupt da? Ja, Michaels Hütte. Wusste ich doch. Scheiße, aber da komme ich jetzt. Kann ich jetzt nicht rein? Mann, Junge. Alter, das ist nicht dein Ernst. Mein Auto ist im Arsch. Steig aus. Steig aus, Mann. Ja, selber schuld.
Ja, das passiert, wenn du halt einen Frontalcrash hast, dann bist du benebelt, dann hast du einen Schlag gekriegt. Meine E-Klasse. Ich muss zurück zur E-Klasse. Meine E-Klasse. Repair. Du sollst ihn reparieren. Na, ein bisschen was macht er. Wir müssen nur fahren können, damit wir zu dem Custom kommen. Jetzt geht mir aus dem Weg. Was denn jetzt? Die wollen aber nichts von mir. Ein schönes Auto. Völlig zerschossen, ey. Kann aber nicht angehen. 500 Tacken, Alter. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Na eh, nehmen wir noch. Ist jetzt hier sonst wieder toll. Überall 100. Ja, sie hat ihren Hund vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich habe auch kaum Sprit, aber ich kann tanken. Warte mal. Ich glaube, ich habe da im Kofferraum was, oder? Kann ich nicht in den Kofferraum gucken? Das war da hier irgendwie. So, siehst du, im Kofferraum hatte ich nur den Overall. Meine Gun habe ich bei. Wir nehmen den Juwelier noch schnell auseinander. Easy. Juwelier wird unser Hauptding. Geh mal weg, Junge. Oh, jetzt kommen wir. Oh, die Helikopter könnten mir echt Probleme machen. Da kommt natürlich auch einer, war ja klar. Oha. Ganze SWAT-Einheit. Ja, danke. Oh ja, ihr vereinfacht es mir sehr. Oha. Was ist denn da explodiert? Dieser beschissene Helikopter. Ich glaube, die haben mich verloren, die Helis. Oder auch nicht. Alter, war der schnell wieder da, der Heli. Ja, wieder ein Bulle. Was ist das hier? Karre im Arsch? Junge, du solltest laufen. Alter, der da oben geht mir richtig auf den Sack. Ja, jetzt bin ich auch noch rausgesprungen, ich Idiot. Steh auf! Hey, wo bist du?
Oh, fuck. Keine Chance gehabt. Naja, vielleicht schaffen wir es noch, die E-Klasse wiederzuholen, irgendwie zu retten. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann stellen wir uns ein bisschen cleverer an. Vielleicht bei der Pacific Standard Bank. Aber egal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.